Ohio und damit! Willkommen zurück zu Pokémon Y! Weihnachtsspecial mit Pokémon Y. Und da habe ich mir einen Gegner ausgesucht. Es geht um den Zetzler LP. Ja. Der hat euch schon mit Ohio begrüßt. Das macht er nämlich immer. Genauso wie ich hier mit Willkommen zurück nerve. Mhm. Für die paar Leute, die dich nicht kennen. Link in der Beschreibung, oberster Link, ganz einfach. Ja, werden jetzt den Grund kennenlernen, warum sie dich nicht kennen, weil er nichts drauf hat außer Zahnbelag. Na, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, die werden dann den Grund kennen, warum sie Markus eigentlich kennen, aber nicht kennen sollten. Ja, also ganz klar, unser kleines Weihnachtsspecial. Wir battlen uns in Pokémon Y mit den Pokémon aus den jeweiligen Let's Plays. Jo, so sieht's aus. Und fangen wir einfach mal an, ne? Sonst wird es zu lang hier. Kampfbeginn, würde ich sagen. Kampfbeginn. 6-6. Ist ein 6er-Kampf und die Pokémon werden auf Level 50 runtergestuft. Ja, damit alles gleichmäßig bleibt. Ja, ihr könnt ja auf Slayers Kanal dann seine Sichtweise des Kampfes sehen. Und umgekehrt, für die Leute, die dich abonniert haben, aber mich noch nicht. Muss unbedingt Werbung machen. Ich glaube, das wird weniger der Fall sein. Jetzt muss ich alle 6 Dinge auswählen. In der Reihenfolge, wie du sie haben willst gerade. Aber ich kann doch dann eh auswählen, wenn ich Pokémon wechsle, oder? Ja, natürlich. Was kannst auch so auswählen, wie du es jetzt aktuell hast. Das ist eigentlich nur das erste wichtig. Ja. Nun denn. Da muss ich überlegen, wen nehme ich denn nach vorne? Das wird spannend auf jeden Fall. Es verspricht spannend zu werden, sagen wir es so. Ich hab mein Team. Also benutze auch deine 6 Pokémon aus deinem Let's Play. Genau, beziehungsweise meine 5 und plus das, was ich im letzten Part noch gefangen habe. So vor dem letzten Part, den ich heute noch aufgenommen habe. Also bei dir kommt noch was. Richtig. Und ich habe ein Toll erhalten. So, fangen wir mal an. Wie ich es mir fast gedacht habe eigentlich. Ich fange mit Durengard an, weil er so ein bisschen Allround ist. Gegen seinen Kiki. Wie heißt denn das Vieh im Original? Elezard. Irgendwas. Das ist eigentlich relativ genial aus dem ganz einfachen Grund, weil es die Fähigkeit Trockenheit hat. Und mit der Fähigkeit Trockenheit kriegt es bei Wasserattacken einfach KP dazu. So, er wechselt auf sein Feuer-Psycho. Wie heißt das? Phoenixis? Sowas? Phoenixis. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und da hat das direkt K.O. gemacht. Läuft. Was hast denn du gemacht? Hallo, Geist-Pokémon, was hast denn dir gerade gedacht? Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass das Typ Geist ist. Sag mal so. Ist jetzt blöd. Rest seit 59 Minuten. Das ist eigentlich auch eine blöde Idee, dieses Pokémon. Machen wir mit oder ohne Mega-Entwicklung? Ja, mach doch. Mach mal mit. So, was mache ich denn am besten? Was ist ein Geist auf Geist? Geist auf Geist ist Geist auf Geist. Ja, sollte ich dich nicht fragen. Na gut. Yeah, Mega-Ring, ne? Mega-Gänger, bin schon gespannt. Das wird sowieso wegfliegen, weil das hat in der Verteidigung nichts drauf, außer Zahnbelag. Also ja, wirklich. Immerhin, hat er einiges an Zähne, also Zahnbelag ist schon ordentlich. What the fuck? Geist auf Geist ist sehr effektiv, sagen wir es so. Du hast eine höhere Initiative als ich. Ja. In der Megaform zumindest. Der hat auch ohne Megaform schon eine beachtliche Initiative. Dafür hat er eine beachtliche niedrige Spezialverteidigung sowie generell Verteidigung. Das ist Mist. Das geht gar nicht. Einmal gehittet, ist es fast tot. Bin ich ja mal gespannt hier. Mir ist jetzt irgendwie kein probates Mittel eingefallen gegen Geist. Ja, das sagt der Geist mir, auf Geist halt. Ja, das ist mein Geist-Pokémon besiegt, kann das sein? Ja, es kommt mir auch so vor. Du hast jetzt gerade einen Gesteindrache da. Und auf Gesteindrache weiß ich was zu kontern. Was ist das denn? Zauberschein? Das ist eine Feenattacke. Zur Hölle! Aber ich glaube, du wirst meinen jetzt trotzdem besiegen. Nee. Hast du gesehen, wie viel das schon war? Ich sag ja hier, das war nicht mal sehr effektiv, ne? Aber du hast den Initiative. Zauberfeenattacke! Feen! Ja. Ich sag immer noch hier, Stahl und Unlicht sind mir zu neu. Diese ganze neue Unlicht da.
Ich muss mich ja irgendwie retten. Deswegen habe ich diese Attacke dem Pokémon beigebracht für den Fall der Fälle. Weil es dieses erlernen konnte, da habe ich gedacht, eine Feenattacke wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Ich müsste jetzt mal wissen, was ist denn noch auf geil? Psycho. Quatsch. Doch, ich meine schon. Das war umgekehrt. Wir kriegen sich geile gerne. Oder war es Unlicht? Ich weiß es nicht. Na gut. Aber du würdest es so oder so besiegen. Das sage ich jetzt einfach mal so dazu. Ich muss nur angreifen. Das kriegst du hin. Warte mal, das ist gerade Unlicht, ne? War Geist auf Unlicht so effektiv? Nee, ne? Ich weiß Geist und Unlicht echt nicht mehr, deswegen habe ich gefragt. Ich weiß es auch nicht. Ich versuch's einfach mal mit der Geistattacke jetzt. Och, er ist sogar schneller. Jawolski. Das war... eh down. Oh, Gott sei Dank. Mega Gengar besiegt, aber sieht episch aus. Habe ich zum ersten Mal so ein Action gesehen, ein Mega Gengar. Ja, es sieht auch episch aus. Es ist auch episch. Können wir den Leuten an der Stelle mal sagen, dass ich dir helfen musste, Mega Gengar zu erschaffen, weil das Slayer vergessen hat, dass sich Alpollo nur per Tausch entwickelt. Was wird denn das? Willst du mich hier veräppeln? Elezart. So einfach machen wir das natürlich nicht. Das haben wir im Pokémon Stadium auch hier millionenmal hin und her gewechselt, weil einfach nichts gepasst hat. Ich glaube, das wird nichts wirklich bringen. Und deswegen habe ich dann auch gewechselt zu Bisaflor. So, warte mal. Ich mach mal das. Mach der Mega-Entwicklung hier. Das Ding ist, du hast mein Feuer-Pokémon schon besiegt. Ist doch episch. Nein. Kehrtwende. Oh ja. Was war das denn, Kehrtwende? Das war das. Ach so! Und jetzt kannst du eins auswählen oder ist es zufällig? Ich kann mir eins auswählen. Oh, Junge. Aber der kriegt jetzt trotzdem aufs Maul. Oh, hätte ich eine Pflanzenattacke gemacht! Ach, stimmt! Ach, Idiot! Verdammt! Ja, was machst du eigentlich? Ich versuch was. Jetzt hätte ich fast verwechselt, weil Solarstrahl in Pokémon Feuergrün. Hat er überlebt? Feuergrün gegen Solarstrahl sofort. Nein. Ah, das war nichts. Ja, jetzt kommt eh Blättertanz, weil wenn es einmal einsetzt, dann kommt es immer wieder. Echt? Ja, also ich kann keine neue Attacke auswählen. Dann macht das jetzt 2-3 Mal und dann ist er verwirrt. Ja, na dann. Ist ja fast wie Wutanfall. Also es ist quasi Wutanfall. Fuchtler. Fuchtler war auch sowas, ne? Wutanfall. Weiß ich gar nicht. Fuchtler ist erste Generation, Wutanfall nicht. Kenn ich mich nicht aus, ich kenne nur die erste. Nee, Spaß. Wie viel steht's denn? Wir hatten wie viel Pokémon verloren? Ich habe noch drei, ich habe 3 verloren schon. Und ich? Auch? Oder 2? Weiß ich nicht. Ich glaube, du hast 2. Ruffy. Das ist doch dein... Nee, das war der Ruhe. Was war der? War der nicht Typ Feuer? Nein. Das ist Kampfflug. So sieht's aus. Kampf? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja? Kampfflug. Ja, gegen den habe ich mich im LP ein bisschen schwerer getan. Ja, das Ding ist, kann seine beste Attacke quasi nicht. Ah. Warte, okay, ich habe noch 4 Pokémon. Aber trotzdem nicht übermütig werden. Ah, doch, wie wär's damit? Ich werde übermütig. Bitte, tu mir den Gefallen. Ich hätte Schlafpuder mal versucht, aber... Na gut. Na, die Frage ist jetzt... Wer wird gewinnen? Das ist die Frage. Steht gleich Stand. Ich habe eine super Idee. Da kommt der niemals drauf, der Schleier. Xiaogon. Ja, mein Geist-Pokémon ist schon weg. Das ist das Ding. Das ist Psycho. Ich weiß das doch. Das ist Psycho. Das ist nur Typ Psycho. Ich weiß. Und darauf sehr effektiv wäre... Geist? Ich glaube Käfer sogar auch, ja. Ach, da könnte ich ja mit Kehrtwende die ganze Zeit angreifen. Was? Stimmt, das war Unlicht, Geist und Käfer. Das ist zweifach effektiv. Unlicht, Geist und Käfer. Was macht der? Junge, jetzt hat er einen Plan, einen bestimmten Plan. Jetzt will er eine Attacke einsetzen, dann am Netz. Hat er nicht dran gedacht? Ich wusste, du weißt das doch gar nicht, dass mein Psycho-Pokémon eine Elektro-Attacke kann. Mal gucken, ob das sehr effektiv ist und wie viel es zieht überhaupt. Das dürfte nämlich gar nicht so viel ziehen. Na, mein Witz. Ja, aber dann kriegst du jetzt einen anderen.
Interessant. Ja, ich dachte so. Epische. Was? Tintantel? Tintantel. Was ist das denn? Ist das sechste Generation? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Fünfte. Fünfte meine ich. Und was für ein Typ? Pflanze Eisen. Stahl. Verrät das mir auch noch. Stahl, sorry. Ach, ja, da haben wir auch was. Okay. Pflanze ist cool. Jetzt holt dein Feuer-Pokémon raus, hier ist ein Feuervogel. Pflanze Stahl ist besonders cool. Nein. Ah, aber Flug finde ich auch cool, muss ich ehrlich zugeben. Kannst du denken, warum? Naja, warte mal, Kampf. Was? Ah, achso. Yeah, yeah. Ah, nein, nicht gut, nicht gut. Ark. Oh, was verdammt. Tun, was tun? Ich weiß gar nicht, wer schneller ist. Ich glaube du, weil du ein Vogel bist. Ja, was soll ich denn? Meisterdirektionen? Was ist das denn bitte? SPT. Ja, das ist ein bisschen der Pussy-Modus, aber... Ich verliere sowieso. Ich will mich hier nicht so... Ich hatte überlegt, Sturzflug zu machen, weil das macht doch einen Erstangriff, dachte ich. Aber das bringt da nichts auf dem Elektro-Pokémon. Ah, das finde ich cool. Mann! Verdammt. Ich verliere doch eh. Doch, hey, ich verliere, Alter. Weil meine Pokémon sind halb down. Beziehungsweise das jetzt. Aber das war eine coole Idee von mir, wa? Kehrtwende hat nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, Erstschlag da. So, und was jetzt? Warte, du hast kein Donner-Pokémon mehr, ne? Da. Ich kann ja dummerweise gar nichts machen gerade. Ich kann kein Pokémon in den Kampf kriegen. Ich muss warten auf dich. Dran. Kann ich erst entscheiden, nachdem du? Das wäre ja cool. Tatsache. Das ist so. Genial. Ja, war ja. Ah, da hast du sogar einen Vorteil. So, Feuersturm ist mir zu riskant. Ja, ist klar. Mach ich nicht. Ich mach keinen Feuersturm, hallo. Naja. Bin nicht so ein Unmensch. Mach der Flammenwurf. Anzahl benutzter AP plus 3. Was ist das denn? AP plus? Warum zeigen die sowas an? Demnächst kommt die Anzahl der geworfenen Hyperbälle. Die Flammenwurf klar war. Nee, Feuersturm wäre besser gewesen. Boah. Das ist. Mach mal hier gerade. Ist gerade verloren, du hast einen Fehler gemacht. Was bist du für ein Typ? Du bist Typ Kampf. Ich bin aber auch Typ Flug. Na und? Normal. Du bist Typ Kampf. Normal. Nein! Hä? Flug ist auf Kampf effektiv. Es ist aber selbst Flug. Eigentlich müsste das normal sein. So, jetzt erstmal zusammenfassen. Wie viel hast du noch? Nicht viel. Eins, zwei, was? Zwei. Zwei? Ja, du hast gewonnen. So oder so. Mal gucken, wie viel ich noch habe überhaupt. Ich habe auch nur zwei. Trotzdem hast du gewonnen. Nein, habe ich nicht. Da bin ich mir sehr sicher sogar. Ich muss es riskieren. Sturzflug, du hast gewonnen. Junge, ich habe nur zwei Pokémon, die gegen Elektro ganz schön abkacken. Ja, aber das ist Elektro. Wasser und Flug. Ja, ja du hätt, dein Elektro hätte meine beiden Pokémon besiegen können. Hätte. Ich habe nur noch meinen Stahl hier. Ach so. Hast du es jetzt begriffen? Ach so. Ja, aber du hättest meinen Dings gerade besiegen können. Du hattest mit Sturzflug Erstschlag oder so. Keine Ahnung. Oder deine Initiative ist sowieso zu hoch. Ich habe verkackt. Oh, das noch ein bisschen spannender machen. Ich hätte natürlich mit Flammenwurf wärst, das ist vierfach effektiv vorher. Ja, aber du kommst auch gerade mit Dings da. Ich bin down! Vielleicht kann ich noch eine Attacke einsetzen, aber ich glaube eher nicht. Oder? Ah, doch, ich krieg noch eine. Eisenstachel wirkt. Was? Nein! Lichtkanone! Das dürfte aber nicht sehr effektiv sein wegen Dings. Ja, aber 8 KP hatte ich nur noch. Die Lichtkanone war ein Angriff aus Digimon. Obwohl, du hast jetzt Quajutsu. Jetzt könnte es auch noch vielleicht spannend werden. Ja, wie gesagt, ich hätte dich einfach mit Flammenwurf vierfach effektiv weg.
Aber jetzt wird's spannend mit unseren beiden letzten Pokémon. Ja, ich glaube aber eher, dass du gewinnen wirst. Weil meins ist angeschlagen, deins nicht. Was? Das ist jetzt dumm. Was? Stahl und was noch? Pflanzen? Ja. Gut, ich hätte erst Hydropumpe gemacht. Ich strahl. Du hast mal gelästert über Froxy, ne? Ich mach's nicht. Du hast erst gemeint, der wäre so schwach im Vergleich zu... Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass es komplett abzieht, aber naja. Der war so richtig was. Aber man muss jetzt mal ehrlich sagen, du hättest eigentlich gewonnen. Also ja. Hättest du Flammenwurf eingesetzt. Hätte Flammenwurf. War das schon unser Weihnachtsspecial? Ja, kommt auf dich drauf an, ob du hier noch einen Kampf machen willst, ob du eine Revanche forderst oder nicht. Mit veränderten Regeln. Oh. Jetzt. Was für Regeln? Das denken wir uns jetzt aus. Gut, wir haben uns entschlossen, quasi 3 Runden zu machen. Die erste Runde ging an Slayer aus Mitleid von mir. Ne, mal gucken, wie es weitergeht. Es geht ja um den Spaß hier. Wir haben jetzt die Regel gemacht, nur 3 Pokémon. Ja, aber wir wissen noch nicht, welche Pokémon der andere nimmt. Beziehungsweise ihr seht es jetzt bei mir zumindest. Ich sehe noch nichts. Jetzt sehe ich was. Jetzt kann ich bei mir selbst was sehen. So, und welche Pokémon wollen wir nehmen? Was macht bei Slayers Team am meisten Sinn? Lass mich mal überlegen. Okay, ich nehme dieses Pokémon. Ich sag mal einfach mal gar nichts. Das ist empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob der hat einen. Ich glaube, du bist böse. Ich bin immer böse. Wir haben nur 1 Minute Zeit, Bedenkzeit, ne? Also okay, ich habe meine 3 Pokémon ausgewählt. Ich muss gerade noch überlegen. Hau raus! Kannst eh nichts spekulieren. Ja, doch, ich kann schon spekulieren, aber naja, ich habe jetzt 3 random gewählt quasi. Random. Ich kann natürlich nicht mit Durengard anfangen, weil ich dachte, damit rechnest du. Ja, eigentlich schon. Aber ich hoffe mal, dass du nicht damit rechnest, womit ich angefangen habe jetzt. Gucken wir mal. Wer wird gewählt? Naja, ist ausgeglichen. Kein Vorteil für irgendwen. Nur mehr oder weniger. Gucken wir mal. Was? Warte mal. Es war zumindest sehr effektiv. Es ist sehr effektiv, aber der Angriff ist davon nicht hoch, oder ja, was? Nur 30 oder so. Natürlich, deswegen hat es ja den Erstschlag. Das ist eine blöde Situation. Warum habe ich Catwind eingesetzt? Die anderen Pokémon bestimmt. Na, ich habe gar nicht dran gedacht. Ich dachte, ich hätte das dabei, aber habe ich gar nicht. Aufi! Mal überlegen, wen nehme ich denn jetzt? Das ganze Video nur über hier warten auf Gegner. Ja, normal. Willst du eigentlich unter dem Bildschirm einblenden oder nicht? Das ist jetzt eine blöde Frage. Nö, eigentlich nicht vorgehabt. Oh. Das war eine schlaue Idee natürlich, selbst Psycho einzuwechseln. Ja. Nun denn. Aber du kannst mir auch nicht besonders viel. Nee, ich habe immer einen Feuerattacken. Ja. Alter! Schade, ich habe mein Quajutsu leider nicht mitgenommen. Echt nicht? Nope. Habe ich ja gut gewählt. War mein Elektro-Pokémon dann vielleicht schlecht gewählt? Fiaro. Ist nur Flug Feuer, oder? Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja, was denn sonst? Ein drittes Element noch. Ja, klar. Es gibt eine Attacke, die fügt, glaube ich, ein drittes noch hinzu. Warte mal, trifft die Attacke, wenn es in der Luft ist? Nee. Nope. Nee. Schade. Aber hast du gesehen, was es war? Ja. Was war es denn? Psychokinese. Ja, die kann ganz schön böse sein. Ja, nicht sehr effektiv, aber schon hardcore. Oder auch nicht. Aber deine Spezialverteidigung ist gesunken. Ah ja, das heißt, ein zweiter Treffer wird doppelt. Oder, keine Ahnung. Umhauen, da muss ich jetzt mal doch ernst machen. Ich glaube, mein Pokémon ist weg. Ich hoffe es. Es ist weg. Schade. Aber deine Spezialverteidigung... Was? Ich hab, mein letztes Pokémon ist nämlich ein Stahl-Pokémon und das wäre dann die Niederlage gewesen.
Deswegen musste ich Fiaro nehmen. Alter, zum Glück habe ich den weggekriegt da. Aber mit herben Verlusten, ne? Man kann nur nicht mal Items einsetzen, ne? Nein, kann man nicht. Ist ja gut, sonst würden wir uns die ganze Zeit nur Tränke um uns schmeißen. Ja. Das wäre ein bisschen. Affi! Ach, ich weiß, wenn ich einsetze. Warum habe ich denn nicht gleich dran gedacht? Ah, ist die Elektro-Kugel dabei? Lapras hat ganz schön viel Verteidigung und KP, ne? Sowieso. Übel. Sprach der Dübel. Ist der Sturzflug ein? Ich opfere mein Dings quasi. Ich weiß nicht, wie viel zieht das? Nö. Arg! Und auch noch Rückstoß und Surfer. Ich hab nicht gedacht. Ja, der Rückstoß ist doch egal. Wenn du Surfer machst, ist Fiaro eh weg. Nein, Surfer zieht in dieser Generation nicht mehr so viel. Ich hab gedacht, Hydropumpe oder Surfer. Dann hab ich gedacht, lieber Surfer, weil das 100%ige Wahrscheinlichkeit hat. Trifft schon Ära. Ära. Ära! Durengard. Ich könnte jetzt alles oder nichts machen, ne? Aber ich weiß nicht. Mein letztes Pokémon. Naja, ich könnte jetzt wirklich so sagen, alles oder nichts. Bei alles oder nichts würde ich Eiseskälte einsetzen. Weißt, was Eiseskälte ist, ne? Ach so, sowas wie Geofissur und okay. Gelutine oder was? Das ist einfach K.O.-Treffer-Attacke. Ja, mach's doch spannend. Soll ich spannend machen damit? Oh Gott. Hat das wie 5% Wahrscheinlichkeit oder was? Das hat total die schlechte Wahrscheinlichkeit, dass getroffen wird. Ah ja, ist ja wohl logisch. Okay, dann. Ich glaube nicht, dass es treffen wird. Alles oder nichts. Ich fürchte schon. Ich glaube nicht. Wenigstens greife ich an, muss ich vorher besiegen. Nee. Geklaue. Ich glaube. Klappt nicht. Eiseskälte. War klar. Ah. Hätte die getroffen, wärst du weg gewesen, du. Das ist klar. Und reicht das? Das wird reicht knapp. Aus. Das reicht aus. Jetzt wird's. Obwohl, ich glaube, meins ist schon angefressen, oder? Nein, ist es nicht. Ja, du hast nur Dings gemacht, Kehrtwende. Ja. Obwohl, das könnte jetzt eigentlich spannend werden, weil Stahl und Elektro. Stahl leitet. Aber das wird trotzdem bei Elektro nichts. Obwohl, hat Elektro einen Vorteil? Ich weiß es nicht. Nee, du hast keinen Vorteil. Aber Stahl leitet? Ja, nein, Vorteil, ob ich einen Nachteil habe eher. Na, das ist ziemlich ausgeglichen. Ich kann Mein Durengard ist schon stark. Vorsichtssätze. Ach, verdammt! Was ist denn das für eine Technik? Ui. Parabol. Was ist denn das? Ach, ist er was? Was bist du? Ach, du bist Typ normal oder was? Boden, meine ich. Dein ist doch normal, Elektro. Ich weiß es nicht. Damit ist es verloren. Ich kann es dir noch nicht sagen, ob es verloren ist. Aber das zieht ein bisschen mehr. Ja. Konstruschen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass dein Durengard ein bisschen schneller ist, weil es ja quasi die Form wechseln kann. Schon, ich hatte jetzt eine Kampfattacke versucht. Kacke, jetzt machen wir noch einen Doppelkampf. So, Runde 3. Einfach, weil wir Bock drauf haben, Doppelkampf. Ja, verliere ich. Hast du die Regeln richtig ausgewählt? Normale Regeln, das sind 6 Pokémon und Doppelkampf halt. Also nochmal all unsere Pokémon aus den legendären Pokémon Y-Let's Plays. Richtig. Jetzt ist es noch schwieriger zu wählen. Ich müsste so ein ausgeglichenes Starter-Team quasi wählen. So Dual-Pack da. Doppel-Pack. Er macht einen Sinn. Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Ja, jetzt mach schon mal schnell, ich bin durch. Echt? Immer diese Watterei auf Slayer da. Geht gar nicht, ne? Auch die ersten beiden und der Rest ist doch eh. Ich weiß, habe ich jetzt auch. Ich hoffe, das war eine gute Wahl. Kann man eh nix. Kannst eh nicht vorausberechnen. Ja, ich kann aber doch. Wenn du weißt, dass auf Route 829 der Trainer mit dem Taubsi anfängt, dann kannst du deine Elektro-Pokémon vorne ran tun. So, Spannung pur. Durengard und... Ach, der. Ach, der. Und jetzt sagt er, ach, die. Ach, die. Naja. Keiner einen gigantischen Vorteil. Jein. Für mich ist die Sache relativ klar. Für mich auch. Ja? Oh! Was machst du? Was bringt dir jetzt Lapras? Ja.
Eieiei, da habe ich nicht dran gedacht. Echt nicht? Ui, hat überlebt. Yeah! Taktik, da kriegt er jetzt aufs Maul dafür. 3 KP sind übrig geblieben. Wer kriegt aufs Maul? Na, hallo? Ach, verdammt. Hoa, 14 verdammt. Und Erdbeben hinterher, verdammt. Erdbeben und Dings hat doch Schwebe, denke ich mir. Nee. Nein! Arg, ich mein eigenes Pokémon besiegt. Egal, Gleichstand quasi. Ah, ich dachte, wäre Schwebe, na gut. Dein Taktikwechsel so. Als Fähigkeit. Nicht Schwebe, Taktikwechsel. Ah. Stimmt. Ja, ich denke immer dran, wenn ein Pokémon schwebt, dann hat es Schwebe. Hat's aber nicht. Hätte ja jedes Flug-Pokémon Schwebe. Ui, wie ich richtig geschätzt habe, dass du es einsetzen wirst. Achso. Muss. So. Wenn man jetzt die Elemente noch ein bisschen besser wüsste. Weißt du sie gerade nicht? Also für mich sind meine Attacken gerade klar. Okay, dann sag mir jetzt mal, was Drache auf Geist bringt. Ich meine nichts. Wir werden es herausfinden. Aber ich weiß, dass das was bringt. Mhm. Und wenn ich jetzt Glück habe, na. Komm schon. Das ist normal. Okay. Hör mal auf da mit dem Eisstrahl! Alter! Oh. Wow! Ein KP! Okay, also für mich ist klar, ich werde mir das Video auf jeden Fall ansehen. Weil ich will die Gegenseite sehen. So. Dann lass mal überlegen. Mhm. Geil wäre jetzt, wenn du noch ein Drachen-Pokémon hättest. Drachen haben gerade gar keine Chance auf dem Feld. Oh, das könnte ein Bitchfight werden zwischen Bisafor und Lapras. So. Ja, könnt ihr auch hier voll abgehen von wegen Schlafpuder, aber ist einfach nicht mein Style hier. Also was hasse ich total. Verbindung wird hergestellt. Bitte warten. Okay. Oh, macht auch noch eine Mega-Entwicklung hier. Ah, es muss ja sein. Bloß sicher gehen, dass er auch Initiative ein bisschen hochpusht. Und wer fängt an? Immer ein Gengar. Was ist los da? Was? Aua! Ah, tut doch noch beiden weh! Verdammte Kacke, du! Aber Bisafor nicht wirklich viel. Blättertanz, verdammt! Komm, jetzt mach doch mal weg da! Jawoll! Hab ich nicht mitgerechnet. Ich hab gedacht, dass Lapras überlebt das. Ich hab auch gedacht, so vielleicht mit 1, 2. Weil Lapras schon was drauf hat, aber mega, weißt du? So. Alles oder nichts! Gut, dann. Zeit. Beide Flug. Okay. Ah, ich weiß, was du einsetzen wirst, aber ich weiß auch, was ich einsetzen werde. Obwohl. Es wird spannend. Denk dran. Nee, ach, vergiss es. Mach einfach. Ich wollte sagen, Bisafor kann ja nichts mehr machen. Doch. Ah, der hat Blättertanz gemacht, der kann. Er kann schon noch ein bisschen was machen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Immerhin, ne? Come on. Wie er noch 14 Pokémon gefangen hat, ist ja erbärmlich. Ja, ich bin nicht auf jede Route hingegangen und hab gesagt, ich fang mal eins. Ah, ja, verstehe. Du bist trotzdem. Mann! Sturzflug! Oh! Verdammte. Arg! Verdammt, das geht jetzt auf. Ah. Wie viel das zieht! Richtig mies. Ja, mega, ne? Ja. Bringt schon was. Ah. Ich hab eine super Idee, hab ich du. Oh! Das sieht ja auf. What the fuck? Das hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss das schlau angehen hier. Mal sehen, ob ich zuerst. Mann! Mann! Was soll. Was? Jetzt fliegt er natürlich wieder. Ich wollte halt abhauen, ich dachte du. Nee, Flug auf Flug bringt doch nichts. Okay, was hat dein Pokémon attackiert. Mehr abgezogen. Aber eigentlich hätte der deinen Fiaro da attackieren sollen, was er nicht getan hat.
Das ist ein bisschen blöd. Jawohl. Warum hat sich dein Sinn erholt? Jawohl. Oh Paravolt Ladung nimmt die Hälfte des Schadens, also die Hälfte des Schadens, die angerichtet wurde, kriegt mein Pokémon gut geschrieben. Sauerei. Nein, genial. Oh, das ist gerade blöd. Egal welches Pokémon ich davon einsetze, beide werden down. Das ist gerade blöd, obwohl ich weiß ja, auf wen du Fliegen eingesetzt hast. Ach komm, das ist schwer zu erraten gerade. Ach, mein Kampf-Pokémon, wa? Das ist auch weg! Verdammt, alle sind weg! Jetzt mach was! Das macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Ach, scheiß drauf. Ja, definitiv. Gute Wahl. Mega Gengar ist gar nicht so schlecht. Ja, aber die Verteidigung ist miserabel. So, was ist da los? Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung. Ich kann seit einer halben Stunde hier nichts machen. Kommt dir nur so vor. Ha! Geil! Warum? Dann attackier den. Was? Das Nein! Das ist nicht mal sehr effektiv, ne? Es ist... Volltreffer! Glück gehabt. Ich glaube, die Runde geht jetzt wirklich mal an dich. Skandal. Weil du weißt, du hast Feuer, ich hab da vierfach Schaden. Aber das macht doch keinen Sinn! Ah! Versuch das. Oh, ja doch. Schwierige Situation hier. Zumindest eins nehme ich noch mit in den Tod. So, welche Pokémon hast du denn jetzt eigentlich noch? Das sind meine letzten. Ah, okay. Hoffentlich reicht das. Vierfach effektiv. Wir wollen es jetzt reicht wissen. Sofort. Da wird sogar wahrscheinlich Glut ausreichen. Also, wo wir auch wissen, dass ich den ersten Kampf eigentlich gewonnen habe. Nun denn. Fakt ist, du hast sie nicht gewonnen. Das kann man so stehen lassen. Ja. So, ja, vielleicht kriege ich da noch einen Selbstmord hin. Das kommt jetzt drauf an, wer schneller ist. Vielleicht kriege ich einen Selbstmord hin, vielleicht treffe ich aber auch Sondersensor. Nochmal Kuwajutsu hier mit einer Psycho-Attacke. Ja, das war's. Ansonsten wäre er mit Sturzflug gekommen. Habe ich gar nicht. Achso, du meinst dein... Ich meine mein Ding. Ich hätte noch Himmelsfeger gehabt, aber... Nee, was, Himmelsfeger? Nein, nee, nix Himmelsfeger. Wie heißt die Attacke? Da leuchtest du irgendwie so komisch auf. Weiß ich gerade. Ja. So. Na gut, halten wir fest. 2-1. 2-1. Obwohl es eigentlich. Ach komm, wir können es auch als 2-2 nennen. Naja, egal. Man weiß ja eigentlich, wer den ersten Kampf gewonnen hätte. Tja, so läuft das. Ja. Wir können auch sagen 1-1. Erster Kampf war zum Probieren. Genau. Perfekt. Na, dann wünsche ich mir noch frohe Weihnachten, weil das ja ein Weihnachtsspecial ist, ne? Ja, aber das war unser Geschenk. Ziemlich mager, tut mir leid. Ach, kommt so vor. Oder soll so vorkommen. Ho, ho, ho. Weihnachtsmann Neosan. Neosan LPM liefert euch fröhliche LPs, oder wie? Wer ist der Neosan LPM, sag mal? Ach genau, dieser Let's Play Markus jetzt. Ja. Gut, das war's. Ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Das waren 3 Kämpfe hier mit den berühmten Pokémon aus den beiden Let's Plays. Jo, und schaut mal bei den jeweiligen anderen vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Selbst wenn ihr ihn kennt. Der Schläger. Der Markus. Alles klar, gut. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Vielleicht auch. Dann mit Pokémon Z. Ja, genau. Oder den Remix von Hün. Wer weiß. Rubinrot. Nee. Rubinrot. Und Saphirblau. Saphirblau. Und dann kommt Smaragdgrün. Genau. Na, ich glaube eher, die würden nur 2 machen. Na, egal. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, hau da rein, bis dann und ciao.